Hallo, guten Tag und herzlich willkommen, liebe Teilnehmer. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, beim heutigen Webinar dabei zu sein. Und wie Sie unschwer erkennen können, hier auf der Titelfolie geht es um das Thema Berufseinstieg. Natürlich, ich nehme an, für Sie ein spannender Aspekt ist der, wenn Sie gerade sich in der Phase befinden, sich zu bewerben, mit dem Studium fertig sind und Sie suchen sich den geeigneten Arbeitgeber, dann fragen Sie sich sicherlich auch, was erwarten denn die Unternehmen eigentlich von mir? Da haben Sie sich wahrscheinlich auch schon ein bisschen Vorstellungen gemacht. Und inwieweit das jetzt mit der Realität übereinstimmt und mit den Erfahrungen übereinstimmt, die heute so gemacht werden, das wird uns heute der Thomas Hegger erzählen. Thomas Hegger ist in der Personalberatung tätig und ist seines Zeichens stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses im VDE Studium, Beruf und Gesellschaft. Thomas sitzt in Berlin. Diesem Sinne herzliche Grüße rüber nach Berlin und ich würde gerne mal den Thomas bitten, sich ganz kurz für alle vorzustellen. Ja, dann erstmal einen Gruß an alle oder einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, das Wetter ist im Rest von Deutschland besser als hier in Berlin. Wir haben einen leicht bedeckten Himmel, aber glücklicherweise keinen Regen. Ja, kurz zu meiner Person. Ich habe also allgemeine Elektrotechnik an der Universität in Dortmund in den 90ern studiert. Bin seit 2000 in der Personalberatung tätig. Dort beschäftige ich mich mit der Suche von Fach- und Führungskräften für Technologieunternehmen. Das heißt, speziell Unternehmen aus den Branchen elektrische Antriebs- und Automatisierungstechnik, Elektronik und Automotive. Was machen wir als Personalberater? Wir unterstützen die Unternehmen bei der Anstellung von neuen Mitarbeitern, werden von diesen beauftragt. Wir sind relativ früh mit in den Prozessen involviert. Das heißt, wir diskutieren schon die Anforderungsprofile, die die Unternehmen haben, mit den Unternehmen und korrigieren diese beziehungsweise geben unsere Anmerkungen, damit diese auch am Markt oder auch von den Bewerbern verstanden werden. Ja, das kurz zu meiner Person und jetzt geht es mal wieder zurück nach Frankfurt. Ja, schönen Dank, Thomas. Vielleicht noch eine kurze Vorstellung meiner Person. Ich heiße Michael Schanz, ich bin tätig im VDE und kümmere mich hier um alles, was zusammenhängt mit dem Thema Ingenieurstudium, also LE-Technikstudium und auch alle möglichen Berufsfragen von Elektroingenieuren und ich werde heute das Webinar moderieren und begleiten. Und bevor es richtig losgeht, würde ich gerne noch ein paar organisatorische Hinweise geben. Wir haben zu Ihnen eine einseitige Verbindung unidirektional. Das bedeutet, Ihre Mikros sind stumm geschaltet, damit wir nicht ein zu hohes Rauschen im Hintergrund haben. Sie können uns aber kontaktieren über das Tool, was Sie unten rechts finden, Fragen und Antworten. Das Webinar läuft etwa eine halbe Stunde, was den Vortrag angeht vom Thomas. Und anschließend wollen wir natürlich gerne möglichst alle Ihre Fragen beantworten. Und ich lade Sie herzlich ein. Geben Sie auch ruhig schon Ihre Fragen während des Webinars in dieses Fragetool ein. Ganz am Schluss erhalten Sie automatisiert eine kleine Zufriedenheitsumfrage. Da können Sie sich dann auslassen mit hoffentlich Lob oder auch mit Tadel, je nachdem, wie es Ihnen heute gefallen hat. Dann noch der Hinweis, wir zeichnen gerade auf. Das heißt, also falls Sie heute nicht alles mitbekommen haben oder die Folien zu schnell durchgeklickert wurden, dann bekommen Sie dann im Anschluss als Teilnehmer noch einen Link zugeschickt, wo Sie das Ganze in Ruhe als Video dann anschauen können. Bevor es dann richtig losgeht, würde ich gerne so ein bisschen als Auflockerungsübung eine kleine Umfrage machen. Und zwar interessiert uns natürlich, wer hier alles so dabei ist. Also sind Sie jetzt noch im Studium, sind Sie schon tätig als Ingenieurin oder Ingenieur oder sind Sie vielleicht im Personalwesen tätig? Das starte ich jetzt mal. Die Umfrage läuft jetzt eine Minute. Und es wäre prima, wenn Sie hier mal
als kleine Aufmerksamkeitstest teilnehmen. Und da kommen auch schon einige Antworten rein, sehe ich. Das ist ja ganz prima, wie das funktioniert. Ist ja nicht immer so, dass die Technik hier tadellos funktioniert. Und wir sehen doch schon jetzt, deutliche Mehrheit von Ihnen ist noch im Studium. Das freut einen ja zu hören, wenn die deutliche Mehrheit noch im Studium ist. Ja, ich denke auch, all diejenigen, die jetzt noch in dieser Phase sind, die werden auch heute am meisten für sich da mitnehmen können. Läuft noch ungefähr 10 Sekunden, haben sich eine ganze Menge schon beteiligt von Ihnen. Vielen Dank jetzt schon mal dafür. So, dann versuche ich mal hier die Technik so einzustellen, dass Sie das auch sehen. Okay, die letzten Antworten kommen gerade rein. Also wir haben deutliche Mehrheit, 52% von Ihnen sind noch im Studium, 27% sind als Ingenieurin oder Ingenieur tätig. Und wir haben auch sogar einen kleinen Teil, 5% der Antwortenden haben angegeben, dass sie im Personalbereich tätig sind. Wenn alles richtig funktioniert, dann müssen Sie das jetzt auch sehen können. Ich nehme an, das tut es. Ja, und dann wollen wir gleich richtig loslegen. Dann möchte ich dann den Thomas bitten, jetzt mit seinem Vortrag anzufangen. Bitte schön, Thomas. Ja, danke, Michael. Ja, fangen wir einfach an mit einer Aussage, die aus einer ganz aktuellen Studie stammt, die sich mit dem Thema Bologna-Reform beschäftigt hat, speziell oder bezogen auf die Ingenieure. Und die sagt einfach aus, rund die Hälfte der Stellen für Ingenieurabsolventen konnten in den letzten 2 Jahren von den Unternehmen nicht besetzt werden. Das steht so ein bisschen im Widerspruch zu dem, was man immer hört oder immer wieder hört, dass Absolventen zum Teil nicht auf Anhieb eine Einstiegsposition finden. Wobei das teilweise, was mein Eindruck ist, ist ein Jammern auf einem hohen Niveau ist. Andererseits fragt man sich natürlich immer oder hat man gerade als angehender Ingenieur so ein bisschen so die Fragestellung, was erwarten die Unternehmen von mir? Und wir kennen das ja, diverse Klischees, die immer mal wieder durch die Presse geistern, dass gesagt wird von einem Absolventen, 10 Jahre Berufserfahrung, Auslandsaufenthalt, Führungserfahrung wäre auch nicht schlecht, möglichst jung soll er sein oder sie und verhandlungssicher in mindestens 2 Fremdsprachen. So, aber ist es eigentlich das, was die Unternehmen tatsächlich erwarten? Oder wie ist die Unternehmenshaltung oder die Erwartungshaltung der Unternehmen? Also, das erwarten die Unternehmen nicht. Die Unternehmen haben durchaus eine sehr realistische Erwartungshaltung. Was auffällt bei der Auflistung ist, dass eigentlich nichts von Fachkenntnissen gesagt worden ist in der Aufzählung. Und wir wollen uns jetzt einfach damit beschäftigen, was die Unternehmen tatsächlich erwarten. Aber ich glaube, der Michael wollte jetzt nochmal kurz eine zweite Umfrage starten zu dem Thema, was ihr denn schon von den Klischees mitbringt. Ja, das ist richtig, Thomas. Also wir haben das auch mal so als kleinen Spaß mal eingestreut hier, dieses Klischee, inwieweit es denn der Realität entspricht. Also schauen Sie sich doch mal an, diese 5 Punkte, wie viele Punkte von denen erfüllen Sie gerade als Absolvent? Und oder umgekehrt, wenn Sie schon im Ingenieurbereich tätig sind, wie viele haben Sie denn zu diesem Zeitpunkt, als Sie absolviert haben, erfüllt? Das wäre mal ganz interessant zu hören. Ich erwarte natürlich, dass alle von Ihnen alle 5 Punkte auch erfüllen. Das ist ja selbstverständlich. Und die dann alle 5 Punkte erfüllt haben, werden daher überrascht sein, wie viel Zusatzarbeit Sie sich gemacht haben im Studium. Ja, genau. So, die Umfrage ist jetzt durch. Überraschenderweise sind es tatsächlich in der Mehrheit
alles in der, hier unter den Teilnehmern Leute, die haben noch relativ wenige Punkte davon erfüllt, entgegen meinen Erwartungen zuvor. Aber da wollen wir jetzt mal einiges richtig rücken im weiteren Verlauf des Vortrages. Ich sehe gerade, die Umfrageergebnisse können Sie nicht sehen. Also bei mir wird angezeigt, dass 32% einen Punkt erfüllt haben und 34% zwei Punkte. Und bei den anderen, die waren sich alle nicht so ganz sicher. Ja, aber das vielleicht jetzt nochmal als weiteren Einstieg für die nächsten Folien vom Thomas. Bitte, Thomas. Ja, dann machen wir mal weiter. Wie gerade schon gesagt, irgendwo die Fachkenntnisse treten gar nicht auf. Was wird aber erwartet, wenn ich das Studium abgeschlossen habe? Also zum einen ein fachliches Basiswissen und eine gute Methodenkompetenz. Das heißt, ein gutes Grundlagenwissen, es wird kein Spezialistenwissen erwartet von euch. Das bringt man euch im Laufe des Berufes oder des Berufslebens bei. Wichtig ist einfach den Unternehmen, dass ihr in der Lage seid, euch selbstständig in neue Arbeits- und Themengebiete auf einem wissenschaftlichen Niveau einzuarbeiten. Des Weiteren wird erwartet ein fächerübergreifendes Denken und eine solide Selbstorganisationsfähigkeit. Das fächerübergreifende Denken, deshalb, weil wir sind jetzt im Zeitalter der Digitalisierung, es wird einfach ein Systemverständnis erwartet. Das heißt, dass ihr auch mal nach rechts und links schaut und nicht nur in eurem Fachgebiet unterwegs seid. Also es wird kein Fachidiot gesucht, wie man sich das früher mal vorgestellt hat, der irgendwo in seiner Garage, so ein Nerd, der vor sich hinwerkelt, sondern durchaus jemand, der nach rechts und links schaut. Eben in der Aufzählung stand auch 10 Jahre Berufserfahrung, ist ein Thema, Praxiserfahrung. Was wird darunter von den Unternehmen verstanden? Also praktische Erfahrung heißt Industriepraktika, das können auch Werkstudententätigkeiten sein, oder halt auch Bachelor- oder Masterarbeit, die in der Industrie oder mit Industriebezug geschrieben worden sind. Zu der Industriepraktika ist zu sagen, besser ein, zwei längere Praktika als viele kurze. Länger heißt dann mindestens 3, noch besser sind 6 Monate. Ich weiß, die sind teilweise, stehen die in den Studienordnungen mit drin. Es wird aber auch immer wieder positiv aufgenommen von den Unternehmen, wenn ihr zusätzlich noch ein, zwei weitere Praktika macht oder auch nachweisen könnt. Kommen wir nun zum nächsten Punkt, das ist die Sozial- und Kommunikationskompetenz. Was habe ich darunter zu verstehen? Das ist im sozialen Bereich oder in Bezug auf die Sozialkompetenz. Ihr sollt einfach die Fähigkeit mitbringen, Aufgaben im Team zu organisieren, zu bearbeiten und zu lösen. Das heißt jetzt nicht, dass ihr alles im Team machen sollt, sondern darunter ist auch zu verstehen, Aufgabenpakete werden verteilt, von Einzelnen gelöst und dann nachher werden die einzelnen Lösungen wieder zu einem Gesamtpaket zusammengefügt. Da ist auch ganz wichtig, es wird nicht der Einzelkämpfer in der Garage gesucht. Es gibt eine Menge sehr bekannter Unternehmen, die in Garagen gegründet worden sind, beziehungsweise in Schuppen. Das ist ein Apple beispielsweise, das ist ein Hewlett Packard, bekannt aus dem Silicon Valley, aber halt auch die große deutsche Siemens AG ist in einem Schuppen gegründet worden. Und nicht alleine von dem Herrn Siemens, sondern das waren auch 2. Das heißt, es waren eigentlich immer Teamgründungen von mindestens 2 Leuten und Aufgaben wurden immer im Team gelöst. Man hat die Aufgabenpakete nach den Fähigkeiten und Stärken an die jeweiligen Mitarbeiter verteilt, was auch heute in den Unternehmen gemacht wird. Der andere wichtige Punkt ist natürlich die Kommunikationskompetenz. Das heißt,
ihr solltet dazu in der Lage sein, eure Arbeitsergebnisse ja, verständlich zu präsentieren, darzulegen vor Gruppen. Wobei, das ist jetzt auch nichts Schlimmes. Gruppe heißt in dem Zusammenhang im Regelfall, das ist euer Team. Das kann die Abteilung sein. Das können auch, wenn ihr vertriebsnah unterwegs seid, auch Kunden sein. Aber das sind immer Leute, die ihr im Regelfall kennt oder wo ihr die meisten von kennt. Und das ist ein Fachgebiet, in dem ihr euch auskennt, wo ihr also sicher drin seid. Zum Thema Kommunikation gehört auch mal wieder Sprache, Sprachkenntnisse oder das ist ein Teilbereich davon. Was wird da von den Unternehmen erwartet? Also Englisch ist ein Muss heutzutage. Warum? Fachliteratur, User Manuals, die sind meistens auf Englisch verfasst. Dann die meisten Unternehmen sind international unterwegs. Das heißt, es gibt internationale Kontakte und dort erfolgt die Kommunikation einfach auf Englisch. Ganz wichtig ist, es werden von euch keine Verhandlungssicherung, Sprachkenntnisse oder Englischkenntnisse erwartet. Also grundsolide Schulkenntnisse reichen im Regelfall aus oder das, was ihr aus dem Studium mitbringt. In dem ersten Step sind die Schriftkenntnisse vollkommen ausreichend. Der Ausbau und die Verfeinerung der Sprachkenntnisse erfolgt nachher on the job. Wenn ihr täglich mit Kollegen zu tun habt, die Englisch sprechen oder mit Kunden, die Englisch sprechen, werdet ihr sehr schnell in das Thema reinkommen und ein Niveau erreichen, wo ihr fachlich, aber auch im Smalltalk sicher seid und sicher werdet. Da müsst ihr euch also, auch wenn ihr im Moment eher maue Englischkenntnisse habt oder Fremdsprachenkenntnisse habt, keine Sorgen machen. Die Unternehmen erwarten nichts Perfektes oder erwarten nicht, dass ihr perfekt seid. Bei dem Thema Englischkenntnisse oder auch Sprachkenntnisse taucht auch immer mal wieder die Frage nach dem Auslandsaufenthalt auf. Ganz erstaunlich ist, der Auslandsaufenthalt hat in Bezug auf den Erwerb von Sprachkompetenz für die Unternehmen keine große Bedeutung. Das ist für die zweitrangig. Wichtig ist für die Unternehmen, wenn ihr ein Auslandspraktikum oder ein Auslandsstudium gemacht habt, dass es sehr, sehr positiv auf eure Persönlichkeitsentwicklung Auswirkungen hat. Ihr werdet selbstständiger, ihr lernt euch auch selber zu organisieren und das ist das Entscheidende für ein Unternehmen, wenn ihr im Ausland wart. Das heißt auch, letztlich ist es den Unternehmen vollkommen egal, ob ihr Auslandsaufenthalt in UK gemacht habt oder in USA oder in Spanien oder auch in Asien. Das spielt keine Rolle. Einfach für die ist wichtig, jemand hat diesen Sprung gewagt. Das zeichnet auch irgendwo seine Persönlichkeit aus. Ein anderer Punkt, der auch immer wieder relativ hochgehangen wird, ist der Studienort. Wobei man da auch sagen muss, die Relevanz wird einfach oftmals überschätzt. Warum, werdet ihr euch fragen? Also die kleinen mittelständischen Unternehmen, die KMUs, in Deutschland auch oftmals als Hidden Champions bezeichnet, die stellen gerne Absolventen aus den regionalen Hochschulen ein. Salopp gesagt, da weiß man, was man hat oder was man bekommt. Man kennt sich, man kann die Studiengänge sehr gut einschätzen. Man kann die Studiengänge auch in einem gewissen Rahmen beeinflussen. Also, dass man irgendwo Schwerpunkte setzt, die für das Unternehmen von Interesse sind. Dann muss man auch wissen, Unternehmen aus dem norddeutschen Raum können gar nicht die Hochschulen und die Studiengänge aus dem süddeutschen Raum, also aus Bayern oder Baden-Württemberg einschätzen. Umgekehrt ist es genauso. Es gibt einige wenige Hochschulen, die deutschlandweit
oder überregional bekannt sind. Das sind die traditionsreichen Universitäten und technischen Hochschulen, von denen es einige gibt. Aber dort sind auch die wenigsten Studenten. Alle wollen dahin, die wenigsten werden angenommen. Aber es hat letztlich für die KMUs keine allzu große Bedeutung, weil die einfach sagen, wir sind regional verwurzelt und wir rekrutieren von den regionalen Hochschulen. Was Unternehmen beim Studien oder bezogen auf den Studienort wiederum positiv bewerten, ist, so die salopp gesagt, wenn das Hotel Mama verlassen wird. Also sprich, der Studienort ist nicht gleich der Ort, wo ihr groß geworden seid. Hintergrund ist da auch wieder, das hatten wir vorhin schon mal, auch bei dem Thema Auslandsaufenthalt, ihr lernt einfach, selbstständiger zu sein. Es bringt euch auch weiter bei eurer Persönlichkeitsentwicklung. Ein anderes Thema, was auch immer sehr hochgegangen wird, gerade von Studenten und womit sich auch Studenten gerne unter Druck setzen, ist die Studiendauer. Wenn ihr ein bisschen länger studiert, also ein, zwei Semester über die Regelstudienzeit drüber seid, dann müsst ihr euch absolut keine Gedanken darüber machen. Das ist für Unternehmen bei der Einstellung vollkommen unproblematisch. Es wird sogar eher positiv gesehen, wenn sich ein Studium verlängert durch ein längeres oder durch ein zusätzliches Praktikum, wie eben schon gesagt, oder ein Auslandssemester, was nicht unbedingt in der Studienordnung vorgesehen ist. Warum ist das so? Wenn man heute sieht, gerade auch mit den Bachelorstudiengängen und auch mit dem G8 Abitur, mit 17 Abitur, mit 20, 21 fertig mit dem Studium und dann erfolgt der Eintritt ins Berufsleben mit 21 Jahren. Man hat noch keine richtige Persönlichkeit entwickelt. Man wirkt noch ziemlich grün hinter den Ohren, sprich die Lebenserfahrung fehlt und plötzlich soll man eine Gruppe in der Produktion führen von älteren, erfahrenen Technikern und Meistern. Man soll Kunden etwas verkaufen. Kunden heißt, man sitzt Leuten gegenüber, erfahrenen Ingenieuren, die seit langen Jahren in der Entwicklung tätig sind und denen soll man was Neues erklären und verkaufen, dann gibt es ein gewisses Akzeptanzproblem. Und jedes Jahr, was ihr älter seid, gerade in diesen jungen Jahren, so zwischen 20, 22, 23, 24, da macht ihr wahnsinnige Sprünge in Bezug auf Lebenserfahrung, in Bezug auf Persönlichkeit. So, das sind so die groben Punkte, die wir haben, ich denke mal, die wir jetzt auch abgearbeitet haben. Kommen wir zu einer kurzen Zusammenfassung. Was ist wichtig für die Unternehmen? Das ist zum einen die Persönlichkeit, dass ihr eine darstellt, dass ihr auch eine eigene Meinung habt, dass ihr die Fähigkeit der Methodenkompetenz mitbringt, also das geht dann in Richtung fachliche Kompetenz, dass ihr die Fähigkeit habt, fächerübergreifend zu denken. Gerade das ist auch wiederum wichtig in Bezug auf Digitalisierung und Systemverständnis, systemisches Denken, dass ihr über eine erste praktische Erfahrung verfügt. Also das heißt jetzt, wie eben schon geschildert, keine Berufserfahrung, sondern in Form von Praktika, in Form von einer Master- oder Bachelorarbeit, die Industriebezug hat. Und auch ein ganz wichtiger Punkt ist einfach, dass ihr eine Sozial- und Kommunikationskompetenz mitbringt, wie vorhin geschildert. Überschätzt werden, ich denke, das ist auch klar oder deutlich geworden, ein Auslandsaufenthalt bezogen auf die Sprachkompetenz, der allerdings wiederum positiv gesehen wird in Bezug auf eure Persönlichkeitsentwicklung. Der andere Punkt, der überschätzt wird, ist einfach der Studienort bzw. die Hochschule. Da kann man in Klammern auch noch hintersetzen, die Studiendauer.
So, damit sind wir jetzt im Großen und Ganzen durch. Jetzt ist natürlich noch die Frage zum Abschluss. Jetzt sehe ich eine Stellenbeschreibung oder Stellenausschreibung und will mich auf die bewerben. Muss ich die Anforderungen, die dort aufgezählt werden, zu 100% erfüllen? Und da ist im Prinzip das ganz Erstaunliche, müsst ihr nicht. So eine Stellenausschreibung ist erstmal so eine Art Wunschzettel von einem Unternehmen. Also die stellt irgendwo eine Idealvorstellung von einem Bewerber dar. Die Unternehmen sind aber mehr als glücklich, wenn die Kandidaten oder die Bewerber ca. 75%, sprich 3/4 von den Anforderungen erfüllen. Also wenn ihr den Eindruck habt, die Stellenausschreibung erfülle ich so zu 70-80%, dann auf jeden Fall bewerben. Auch keine Angst haben. Wenn er das in dem Rahmen erfüllt, habt ihr verdammt gute Chancen, wenn das Anschreiben vernünftig ist, die Studiendauer nicht zu sehr überschritten worden ist, dass ihr zum Gespräch eingeladen worden seid. So, das war es jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte mit dem einen oder anderen Klischee etwas aufräumen und konnte dem einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen Angst nehmen vor dem, was die Unternehmen so erwarten. Und damit gebe ich jetzt mal wieder zurück nach Frankfurt an den Michael. Ja, vielen, vielen Dank nach Berlin. Thomas, das war sehr, sehr spannend. Ich nehme an, der ein oder andere, der wird doch jetzt da ein bisschen etwas für sich mitgenommen haben. Und erfreulicherweise gab es jetzt auch schon einige Teilnehmer, die hatten Fragen. Und die Frage, die jetzt vielleicht zu der Schlussfolie am besten passt und so ein bisschen kombiniert ist mit dem Thema Englisch, die lese ich dir mal vor. Oder kannst du die auch sehen bei dir? Jetzt mal schauen. Mach mal das Frage-Antworten-Tool auf. Weil dann bist du nicht nur abhängig davon, was ich dir da vorlese. Nee, ich glaube, ich lese nicht. Okay, dann lese ich einfach vor. Also, Frage, die erste Frage an dich. Bezüglich verhandlungssicheres Englisch. Da gibt es durchaus ja Jobs, die dann in die Annonce reinschreiben, ja, ist vorausgesetzt, auch für Einsteiger. Dann ist jetzt eben die Frage, kann man sich dann trotzdem darauf bewerben? Wie siehst du das? Wahrscheinlich differenziert, ne? Nee, also, wie schon im Vortrag gesagt, also grundsätzlich ja, es spricht ja nichts dagegen. Und was ich halt auch schon sagte, das wird einem im Job beigebracht. Und es ist auch nicht so, dass man dann direkt ins kalte Wasser geworfen wird oder geschmissen wird, sondern wenn ich nach dem Studium in meinen ersten Job einsteige, habe ich oder die Unternehmen planen mit einer Einarbeitungszeit von etwa 1,5 bis 2 Jahren. Und da werden einem Fachkenntnisse, Sprachkenntnisse beigebracht, beziehungsweise man lernt es on the job. Wenn es natürlich heißt, ich habe hier eine Stelle, wird zwar von einem Unternehmen in Deutschland ausgeschrieben, aber da steht dann explizit drin, danach geht es dann direkt nach USA oder nach Taiwan oder sonst wohin ins Ausland, da sollte ich schon mal relativ gute Englischkenntnisse mitbringen. Wobei das relativ gut heißt da auch wieder, nicht verhandlungssicher. Im Regelfall reicht es im Unternehmen dort, wenn ihr in der Lage seid, vom Deutschen aufs Englische zu switchen. Und der Rest eigne ich mir relativ schnell im Job an. Okay, danke für die Antwort. Zweite Frage, die reinkam. Wie sieht es die Industrie, wenn man ja eine Zwischenstation hatte im öffentlichen Dienst als wissenschaftliche Hilfskraft? Jetzt weiß ich nicht genau, ob die Frage so gemeint war, an einer Hochschule wissenschaftliche Hilfskraft oder richtig draußen im öffentlichen Dienst. Vielleicht kannst du darauf auch differenziert antworten. Würde man da noch eingestellt werden? Also will die Industrie einen dann noch haben? Ist man dann vielleicht schon vielleicht zu verdorben möglicherweise? Also jetzt, ich würde jetzt erstmal sagen, wissenschaftliche Hilfskraft heißt, ich habe meinen Bachelor abgeschlossen oder meinen Master und bin dann nochmal im Rahmen von einem Projekt
ein halbes Jahr, ein Jahr oder zwei Jahre an einer Hochschule geblieben. Beziehungsweise hatte mal überlegt, noch zu promovieren und habe dann festgestellt, Promotion ist nichts für mich. Das ist vollkommen unproblematisch, weil im Regelfall wissenschaftliche Hilfskraft heißt ja auch, ich habe mich tief oder intensiver mit einem Thema beschäftigt und entsprechend tief in ein Thema eingearbeitet. Da so eine Art Spezialistenwissen mir angeeignet. Das ist also vollkommen unproblematisch. Wenn ich natürlich studiert habe, bin dann an der Hochschule geblieben und komme dann so mit Mitte 30 oft auf die Idee zu sagen, und jetzt will ich in die Industrie. Da werde ich mit Sicherheit ein Problem haben. Weil da hat man irgendwo das Image so ein bisschen vom Beamtentum. Okay, das beruhigt aber schon mal. Zwei Jahre ist also kein Problem. Ja. Das denke ich, das ist so. Ja, weitere Frage. Die Frage nach einem Abschluss in einem dualen Studium. Die Frage ist jetzt, hat man damit bessere Karten oder inwiefern hat man vielleicht bessere Karten mit einem Abschluss, mit einem abgeschlossenen dualen Studium? Vor- und Nachteile? Also was wir mitbekommen aus der Industrie ist, so ein duales Studium wird eigentlich sehr positiv gesehen. Also Nachteile hat man mit Sicherheit nicht. Das Positive daran ist, man lernt halt auch direkt von Beginn an die berufliche / Unternehmenspraxis kennen, also lernt, wie es dort läuft, kennt die dortigen Anforderungen. Man bekommt eine Menge praktische Erfahrung, was immer sehr, sehr positiv gesehen wird bei den Unternehmen. Es hat nicht mehr Makel, wie es früher noch Berufsakademie hieß, dass es irgendwo kein richtiger akademischer Abschluss war oder nicht als dieser wahrgenommen worden ist. Man hat damit keinen Nachteil, es ist eher positiv. Wir sehen auch so ein bisschen den Trend von der Unternehmensseite, oder dass diese eigentlich gerne oder immer mehr Plätze für duale Studiengänge anbieten. Also es ist sehr positiv besetzt, muss man sagen. Wenn ich allerdings schon früh weiß oder vor dem Studium weiß, dass ich eher eine wissenschaftliche Karriere anstrebe oder in Richtung Forschung und Entwicklung gehen möchte, dann bietet sich eher ein Studium an der Universität an oder technischen Hochschule. Und dass ich da einfach den Bachelor und Master mache. Dankeschön. Die nächste Frage zum Lebenslauf. Wie detailreich sollte der Lebenslauf sein? Ist da vielleicht doch weniger dann mehr aus Sicht der Unternehmen? Lesen die also lieber einen kurzen, prägnanten Lebenslauf? Der Kollege, der hier fragt, der sagt also, er könnte auch gerne drei Seiten aufschreiben. Die Frage ist nur, wie detailreich muss es denn sein? Ist schwer zu beantworten. Ich pflege immer zu sagen, fragst du 10 Personale, dazu kriegst du 11 Antworten. Für den Absolventen, also ich selber bevorzuge eher eine kurze, knappe und prägnante Form. Man muss da nicht alles aufzählen. Man sollte das aufzählen, was wichtig ist für die Stelle, auf die man sich bewirbt. Also das heißt auch, ich brauche im Prinzip für jede Stelle oder für jede Bewerbung einen neuen Lebenslauf. Weil es gibt immer Nuancen, die ich für so eine jeweilige Bewerbung hervorheben möchte und sollte, die einfach starken Bezug haben. Was ich nicht unbedingt brauche, ist, wenn da einer reinschreibt und in der Kita war, schon Kita-Sprecherin oder Gruppensprecherin. Also quasi ab der Schulzeit, dann wird es interessant, was er im Studium gemacht hat. Relevante Praktika, wenn er die erwähnt. Aber ihr müsst da nicht ins Detail reingehen. Das ist im Prinzip ein Appetizer für einen Personaler bzw. für einen Bereichsleiter, wo der sagt, ja, ist interessant oder ist nicht interessant, will ich persönlich kennenlernen, ja oder nein. Und es ist allen klar, Absolvent kann noch nicht so viel vorweisen. Und mir persönlich geht es eher so, wenn ich einen Lebenslauf bekomme,
von einem Bewerber, der sehr jung ist und wenig Berufserfahrung hat und der geht dann über 3 Seiten, hat bei mir eher einen negativen Touch. Das ist so ein bisschen nach dem Motto, versucht einfach mit viel Papier zu übertünchen, dass er wenig kann. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Okay, danke für die Antwort. Die nächsten 2 Fragen würde ich gerne kombinieren. Und zwar das, was zu tun mit dem Thema Promotion. Zum Beispiel die Frage, wie sehen die Unternehmen ein Promotionsstudium im Gegensatz zur, sag ich mal, freien und weniger durchgetakteten Assistenzpromotion? Und dann die Frage zur Kombination, zählt denn aus der Sicht der Unternehmen die Promotion auch als Berufserfahrung? Gibt es da schon Erfahrungswerte? Weil Promotionsstudium ist da noch nicht so viele Jahre so üblich. Also Promotionsstudium in den Ingenieurwissenschaften ist mir eigentlich bisher noch nicht so oft unter die Augen gekommen. Das ist also eine Promotion, Berufserfahrung, ja, aber nicht es wird nicht so gezählt wie eine tatsächliche Berufserfahrung in der Industrie. Es wird ein bisschen niedriger eingeschätzt, auch wenn es immer heißt, das waren Drittmittelprojekte, also Industrieprojekte, wir haben viel mit der Industrie zu tun gehabt. Es ist immer noch öffentlicher Dienst. Es wird Promotion wird für bestimmte Positionen, gerade im Forschung- und Entwicklungsbereich, sehr positiv gesehen. Aber eine Unterscheidung zwischen so klassische Promotion am Lehrstuhl und Promotionsstudium, ich glaube, da wird nicht großartig unterschieden. Also ich habe da auch noch nichts von Unternehmensseite her gehört, dass da einfach großartig differenziert wird. Es hängt wahrscheinlich auch einfach damit zusammen, dass ein Promotionsstudium in den Ingenieurwissenschaften noch nicht so verbreitet ist. Es ist einfach klassisch, es wird am Lehrstuhl promoviert, man ist der Assistent, das Ganze läuft über 5 Jahre, hat seine halbe Stelle und danach ist man dann Doktor in. Dankeschön. Da kann ich vielleicht noch mal einstreuen. Wir hatten da vor nicht allzu langer Zeit ein Papier von unserem Ausschuss geschrieben. Das nennt sich Was bringt der Dr. Inc? Das könnt ihr doch mal beim VDE in die Suchmaschine eingeben oder generell mal bei Google suchen. Da gibt es eine Menge Antworten auf solche Fragen, Berufserfahrung, was erwarten die Unternehmen von den Doktoren, wie viel Geld kriegt man mehr und so weiter. Nächste Frage. Wie sehen Unternehmen Studienabsolventen mit kleinen Kindern? Spielt erstmal keine Rolle. Also Mobilität nehme ich an, dürfte möglicherweise ein Faktor sein. Nein, also Thema Mobilität. Ich glaube, ein Kleinkind hat relativ wenig Probleme damit, wenn es die Kita wechselt. Kleine Kinder sind da sehr anpassungsfähig. Zeit. Gut, das muss jeder für sich entscheiden. Also jemand, der ein kleines Kind hat, wird sich wahrscheinlich nicht bei einer Unternehmensberatung bewerben, wo er weiß, er hat eine 8-Stunden-Woche. Im normalen Industrieumfeld spielt das eigentlich keine Rolle. Wenn vielleicht zielt die Frage auch in Richtung, wenn ich Frau bin und habe ein kleines Kind. Die Unternehmen haben im Regelfall keine Probleme damit. Die sagen, okay, das muss selber organisiert werden. Wir haben ja, du hast ja deinen Job, du wirst von uns bezahlt. Du musst halt irgendwo eintakten in deine Lebensplanung. Wobei man da auch sagen muss, das ist schon seit einigen Jahren so, gerade größere Unternehmen haben zwischenzeitlich eigene Kitas oder auch Betriebskindergärten, beziehungsweise haben einen Deal mit einem Kindergarten oder einer Kita in der Nähe, wo darauf eingegangen werden kann. Also sprich, dass das auch
mit in den Berufsalltag der Mitarbeiter passt. Sprich, das Kind kann morgens in der Früh abgegeben werden, bevor man zur Arbeit geht und abends nach der Arbeit, was im Regelfall ja nach 16, 17 Uhr ist, wieder abgeholt werden. Also dass das so eine Kindergarten oder Kita dann halt auch bis 18 Uhr auf hat und man da kein, nicht unter einem Druck gerät. Also zu sagen, ich muss jetzt um 15.30 Uhr Schluss machen, oder damit ich rechtzeitig am Kindergarten oder an der Kita bin, um mein Kind abzuholen. Wenn die Unternehmen sowas wissen mit einem Kind, dann richten die sich darauf ein. Also das ist, sehe ich, vollkommen unproblematisch, war auch nie ein Thema bei Unternehmen. Okay, danke schön. Nächste Frage. Da hat jemand ein duales Studium abgeschlossen, ist jetzt Bachelor, ist jetzt auch in einer Festanstellung und jetzt bekommt er immer zu hören, ja, wenn man richtig Karriere machen will, muss man doch unbedingt einen Master machen. Was ist da dran? Also jemand aus dem dualen Studium, Bachelor, braucht er für seine Karriere dann noch einen Master? Das ist die alte Frage, die wir beim Diplom-Ingenieur hatten, brauche ich noch eine Promotion? Es gibt Positionen, da ist es einfach wichtig, einen Master zu haben. Gar keine Frage. Also wenn ich in Richtung Forschung und Entwicklung gehe, ist der Master nie verkehrt. Gerade bei größeren Unternehmen. Wenn ich ja, zu meinem Vertrieb unterwegs bin oder meinetwegen auch in der Produktion, Master, Fragezeichen, ist da nicht unbedingt notwendig. Da spielt es keine allzu große Rolle. Wenn ich natürlich sage, ich habe jetzt einen Bachelor-Abschluss in der Elektrotechnik und setze dennoch einen Master drauf in Richtung Wirtschaftsingenieur oder meinetwegen auch BWL, das ist für den Vertrieb natürlich wiederum interessant, weil dann dadurch bekomme ich auch nochmal ein entsprechendes wirtschaftswissenschaftliches Wissen beigebracht. Oder es gibt auch den einen oder anderen Studiengang in Richtung Master of Sales Engineering, wie die auch immer heißen mögen. Da kann es was bringen, aber es hängt einfach von der Position ab, von dem, was ich auch später machen möchte. So eine Erfahrung, wenn man die so ein bisschen auch aus vielleicht Diplom-Ingenieur Promotion machen kann oder da Parallelen ziehen kann, in größeren Unternehmen zählt so etwas schon mehr. Also in einem Konzern oder innerhalb eines Konzerns komme ich mit einem Master karrieretechnisch im Regelfall weiter als mit einem reinen Bachelor. Aber man kann das nicht verallgemeinern. So, jetzt fragt derselbe Mensch nochmal was zum Thema. Erstmal bedankt er sich für die Beantwortung der Frage. Jetzt hat er noch eine weitere Frage. Mal schauen, ob ich die richtig wiedergeben kann. Wie sieht es mit dem Ansehen eines berufsbegleitenden Masters aus? Doch eher Uni. Ist jetzt die Frage wahrscheinlich Präsenzstudium, Master an der Uni oder berufsbegleitend von zu Hause aus? Was ist, ja, wie ist das Image oder wie kommt das bei den Unternehmen an? So interpretiere ich die Frage. Also grundsätzlich Master ist Master. Ob der jetzt berufsbegleitend oder Vollzeit gemacht worden ist. Wir haben die Erfahrung gemacht, stellen auch immer mehr fest, dass Unternehmen so etwas sogar von sich aus anbieten. Dass sie einfach sagen, Junge oder Mädchen, du hast jetzt einen Bachelor, fang bei uns an und wir bieten dir die Möglichkeit, berufsbegleitend noch einen Master zu machen. Und wir unterstützen dich dabei. Der Preis ist, du musst ja die nächsten 3 oder 5 Jahre bei uns im Unternehmen bleiben. Positiv ist, wenn ich einen berufsbegleitenden Master mache, dass ich dadurch auch eine gewisse Stressresistenz zeige, weil es ist doch schon eine sehr hohe Belastung. Ich habe einen Vollzeitjob, plus noch ein Masterstudium, was schon sehr zeitintensiv ist. Aber viele Unternehmen machen es zwischenzeitlich tatsächlich so, die sagen, mach parallel oder wir bieten jetzt an, mit uns gemeinsam ein Masterstudium zu machen. Wir stellen dich entsprechend frei. Wenn ich nach
das geht wahrscheinlich so ein bisschen in die Richtung, ich habe jetzt meinen Bachelor, habe ein Jobangebot vorliegen oder bin schon am Arbeiten, würde aber gerne noch einen Master machen. Soll ich jetzt unterbrechen oder soll ich parallel machen? Wenn ich schon am Arbeiten bin, würde ich einfach mal das Unternehmen fragen, ob die mich da unterstützen würden. Es wird grundsätzlich positiv gesehen. Ja, zumal ich sehe das schon als ideal an, wenn man zumindest seine Stundenzahl reduziert bekommt vom Unternehmen, wenn die da mitspielen. Also komplett berufsbegleitend, das habe ich selbst mal gemacht eine Zeit lang. Das ist schon ganz schön aufwendig und da hat man also jede Freizeit darauf verzichtet. Mit anderen Worten, man muss sich vorher wirklich genau überlegen und auch sich selbst motivieren ausreichend, dass man nicht bei jeder kleinen Schwierigkeit dann auch später abbricht. Eine weitere Frage, haben Frauen im Alter von Mitte 30 weniger Chancen, eine Stelle zu finden, da sie vermutlich in den nächsten Jahren Kinder bekommen wollen? Also die haben jetzt noch keine Kinder, bewerben sich mit Mitte 30, sehen da die Unternehmen tatsächlich diese Möglichkeit, dass viele Frauen sich möglicherweise später für Kinder entscheiden und sind dann eher zurückhaltend oder wird darüber gar nicht geredet, weil ich denke, das ist ein heikles Thema. Wollte ich auch gerade sagen, ist ein verdammt heikles Thema. Die Frage danach darf ja in einem Vorstellungsgespräch offiziell auch nicht gestellt werden. Also im Regelfall haben die Unternehmen damit keine Probleme. Also wenn ein Unternehmen damit ein Problem hat, wird sie auch nicht keine Frau einstellen, wo sie diese Vermutung hegt. Meine Erfahrung ist eher, wenn ich jemanden eingestellt habe, also eine Frau eingestellt habe, die bekleidet eine Position und dann kommt halt mit Mitte, Ende 30 die Situation einer, oder ja, dann kommt das freudige Ereignis einer Schwangerschaft, das Kind oder die Kinder sind auf dem Weg, dann finden die Unternehmen dort auch Lösungen, dass man da irgendwo eine Möglichkeit findet, möglichst zügig danach wieder in den Job einzusteigen. Weil mit Mitte 30 hat man auch eine entsprechende Berufserfahrung, man ist auch in einer gewissen Art und Weise Know-how-Träger für ein Unternehmen. Da wird man Lösungen finden, mit, wie eben schon gesagt, meinetwegen Betriebskindergarten, Betriebskita, dass das Kind da entsprechend versorgt ist. Oder Halbtagsstelle mit der Möglichkeit von einem Telearbeitsplatz. Aber grundsätzlich, wenn ein Unternehmen jemand mit Mitte 30 oder eine Frau mit 35, 36 einstellt, also die meisten haben dann die Kinder schon zur Welt gebracht, also das Thema ist schon durch. Da wird nicht mehr großartig da eigentlich drüber nachgedacht und nachgefragt. Es sieht ein bisschen anders aus, wenn eine Bewerberin vielleicht Mitte, Ende 20 ist, weil das so immer noch in den Köpfen so diese typische Zeit der Familiengründungsphase ist. Aber in der heutigen Zeit, bei der Marktsituation, die wir haben, also sprich, uns fehlen einfach Ingenieure, Ingenieurinnen, ist das für die Unternehmen unproblematisch. Zum anderen kommt auch einfach hinzu, es gibt zwischenzeitlich, oder wir haben zwischenzeitlich in Deutschland annähernd eine flächendeckend gute bis sehr gute Versorgung mit Kitas und Kindergarten, wo man entsprechende Lösungen finden kann. Okay, jetzt mal eine ganz andere Frage, finde ich super spannend. Da hat jemand 12 Jahre als Offizier bei der Bundeswehr gedient und hat entsprechende Führungserfahrungen eingesammelt, studiert jetzt gerade E-Technik und jetzt fragt er, diesen Schatz, den man da gewonnen hat an Führungserfahrung, kann man den vielleicht dann im Anschluss seines Studiums bei Gehaltsverhandlungen einbringen, dass man möglicherweise da ein bisschen höher gehen kann, eben als führungserfahrener Mensch? Oder ist es vielleicht doch völlig, oder bringt es vielleicht doch gar nichts? Also bringt es was oder bringt es nichts?
Also wenn ich habe noch zu den Glücklichen oder Unglücklichen gehört, die bei der Bundeswehr waren und ihren Wehrdienst dort abgeleistet haben. Wenn ich gesehen habe, wie dort einige geführt haben, dann graust es mir. Auf der anderen Seite habe ich dort auch Leute gesehen, die verdammt gut waren. Ich glaube nicht, also direkt nach dem Studium wird es relativ wenig bringen. Es kann aber sehr hilfreich sein, so nach dem, wenn ich in ein Unternehmen eingestiegen bin und dort entsprechende Positionen vakant werden. Also ich glaube nicht, dass es direkt nach dem Studium Vorteile bringt. Bin ich ein bisschen skeptisch. Also Bundeswehr hat in Bezug auf Führungserfahrung nicht das beste Image bei den Personalern. Wenn ich natürlich auch einen Personaler treffe, der auch bei der Bundeswehr war, dann ist das Thema gegessen im positiven Sinne. Da habe ich alle Möglichkeiten. Okay, danke schön. Ich kann vielleicht ein gutes Beispiel anführen. Wir hatten, das ist der Vorvorgänger vom jetzigen Vorstandsvorsitzenden vom VDE, der war auch 12 Jahre, glaube ich, der war NATO-Oberst am Ende und hat das meiner Meinung nach sehr gut hier mit einbauen können, eben diese Führungsskills. Aber ich denke auch, so direkt am Anfang seines Berufseinstiegs, dass es noch nicht so viel bringt, im Laufe der Zeit wird sich das sicherlich als sehr, sehr hilfreich herausstellen. Natürlich auch je nachdem, wie man seine Karriere da, was man da so fort im Laufe seiner Karriere. Jetzt schaue ich nochmal, wir haben jetzt noch eine Frage, die noch unbeantwortet ist. Ist es bei der Gehaltsvorstellungsangabe wirklich besser, keine glatten Zahlen anzugeben? Also ist es besser, so Beträge zu nennen, ich hätte gerne 45.763,4 Euro oder ist es doch besser, wenn ich sage, naja, um die 45.000 wäre ich mit zufrieden? Ich muss erst mal schlucken. Oder ja, ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass das was bringen sollte. Das verkompliziert das Gespräch eigentlich unnötig. Genau, also von einem Absolventen, wenn Absolvent diese Frage gestellt wird, ist der Hintergrund im Regelfall der, man will wissen, ob er eine vernünftige Markteinschätzung mitbringt, ob er sich damit beschäftigt hat. So, und da ist einfach der entscheidende Punkt, weiß er, was ein Absolvent verdient. So, weiß nicht, ich glaube, die Größenordnung liegt im Moment bei 45.000, 50.000 pro Jahr. Abhängig davon, Bachelor, Master, ein bisschen auch, wo die Örtlichkeit ist. Aber da eine exakte Zahl. Das Einzige, wofür diese exakte Zahl interessant sein kann oder relevant ist, wenn es mein Ziel ist, direkt nach dem Studienabschluss eine private Krankenversicherung einzutreten. Da muss ich einen bestimmten Grenzwert übertreten haben. Aber ansonsten reicht so ein gerundeter Wert auf den Tausender genau. Ja, und viel wichtiger aus meiner Sicht ist, dass man wirklich weiß, was ist man wert. Also je nach Region macht viel aus, Branche macht viel aus. Am meisten macht aus, ist es ein großes Unternehmen oder ein kleiner oder ein Mittelständler. Großunternehmen zahlen doch nochmal eine Stange mehr. Weil wenn ihr viel zu weit unten ansetzt, dann wirkt sich das ja auf die ganze Zeit aus, in dem ihr im Unternehmen seid, weil die Prozente gibt es nur oben drauf. Und zwar startet man ja dann eben mit dem entsprechend niedrig verhandelten Gehalt. Wenn ihr viel zu hoch ansetzt, fliegt ihr raus. Weil das ist richtiges Pokern und ihr müsst wissen, was ihr wert seid. Und diese 45.000 als Einstiegsgehalt ist ein guter Mittelwert und macht es ein bisschen abhängig davon. Was habt ihr für einen Abschluss? Wo bewerbt ihr euch, in welcher Region, was für eine Branche ist es? Chemie, Pharma, die zahlen natürlich super, klar, die machen auch die Reibache. Automobil auch sehr gut und ein paar Prozente, alle anderen Branchen, wo man als E-Techniker arbeiten kann. Aber am meisten macht am Ende dann doch aus großes Unternehmen oder kleines Unternehmen. Ja. Ich sehe, jetzt kamen keine weiteren Fragen. Es waren Gott sei Dank viele Fragen von den Teilnehmern, sodass ich mir jetzt keine gemeine Frage ausdenken muss an dich, Thomas. Das ist schön. Also, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und vielen Dank an alle Teilnehmer für ihre Geduld mit uns
und ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen. Ich wünsche allen alles Gute und hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Tschüss. Ja, tschüss auch von meiner Seite.